Willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Runde von Gothic Online Untold Chapters. Und in dieser finalen Folge fasse ich euch die letzten Ereignisse der Korsaren-Invasion auf Kurines zusammen. Das beinhaltet zwei Ausflüge, nämlich einmal ein Ausflug ins Mintal und einmal ein Ausflug zur Bergkristall-Halbinsel, sage ich jetzt mal, zur Küste quasi der Bergkristallmine. Und es ging damit los, dass wir direkt am Abend der Invasion der Stadt schon ins Kloster gerufen wurden. Mehr oder weniger die Klosterglocken haben geläutet und wir sind natürlich von etwas Schlimmem ausgegangen, natürlich von einem Angriff ausgegangen. Und somit hat Luwin sein Gefolge gesammelt und ist zum Kloster aufgebrochen. Beim Kloster selbst angekommen, hat sich bereits ein großer Teil der Streitkräfte von Kurines gesammelt. Und dort haben wir sofort die Information bekommen, dass wir ins Minental aufbrechen. Denn dort wurde wohl das alte Lager angegriffen. Also sind wir ohne viel Federlesens aufgebrochen und Richtung Pass marschiert bzw. geeilt. Nach kurzer Beratschlagung und Sammlung in der Passburg haben wir uns noch einige Tränke ausgetauscht, noch einige Anweisungen verteilt und dann sind wir geschlossen durch das Tor marschiert ins Tal hinein Richtung altes Lager. Vom alten Lager erklangen Rufe, wir haben euren Baron, kommt und verhandelt mit uns, sonst schneiden wir ihm die Kehle durch. Achtung, Risiko für die Geiseln. Natürlich konnten wir das jetzt im RP, sage ich jetzt mal, nicht hören, denn wir waren noch viel zu weit weg zu diesem Zeitpunkt. Aber wir wussten dann out of character natürlich trotzdem, was dann dort ungefähr passieren wird. Nachdem wir uns kurz auf der kleinen Brücke vor dem alten Lager gesammelt hatten und gesehen haben, dass die Tore verschlossen sind und wir keine Zeit hatten, Belagerungsgeräte oder ähnliches zu bauen, haben wir uns kurzerhand entschlossen, einfach uns um das Lager herumzubewegen, in der Hoffnung, dass das Südtor beim alten Lager, beim umgestürzten Turm, offen sei. Und wie Innos es so wollte, war das Tor tatsächlich zugänglich. Es wurde nicht bewacht und wir konnten mit relativ vorsichtigen Schritten das Lager betreten, haben uns ja etwas aufgesplittet und haben uns sowohl von der einen Seite um die Burg bewegt, als auch von der Arena-Seite um die Burg bewegt. Ich bin im Trupp gewesen, der quasi über den Marktplatz mitgegangen ist und wir haben auf dem Weg zum Eingang der Burg einige Korsaren gefunden, die wir dann auch niedergestreckt haben. An der Burg angekommen, hat uns aber nicht eine Truppe Korsaren hinter verschlossenem Tor erwartet, so wie ich das vermutet hatte. Nein, es war der Paladin Lord Sonnwart, der einige Monate zuvor
bereits mit einem Trupp Ritter in die Burg aufbracht für Verhandlungen mit dem Erzbaron und offenbar in dieser gesamten Zeit dort verweilte und nun auch bei der Verteidigung mithalf. Er uns aber sagte, dass der Erzbaron als Geisel genommen wurde und irgendwo im Außenring versteckt worden sei. Was ich natürlich super spannend fand, weil dann begann eine sehr wunderbare und spannende Schnipseljagd. Ich habe dem Lord angeboten, mit meinen Leuten das Südtor zu sichern und zu halten, damit niemand das Lager verlassen konnte oder es betreten konnte von außen. Und genau das haben wir dann auch getan. Ich habe meine Leute gesammelt und wir sind durch das alte Lager marschiert in Richtung Südtor wieder. Am umgestützten Tor, Turm, Tor angekommen, haben wir Stellung bezogen und dann kam eine Nachricht. Während des plötzlichen Angriffs der Kurines-Angreifer werden die Korsaren überrascht. Die Geiselnehmer in der Hütte ziehen ihre Klingen und beginnen mit ihren Anweisungen, die Geiseln zu töten. Doch kurz bevor die tödlichen Klingen ihre Ziele finden, werden die Geiselnehmer angegriffen und die Klingen finden ihren Weg nicht rechtzeitig in die Kehlen der Geiseln. Dennoch werden einige bei den Kämpfen schwer verletzt, so schwer, dass sie eine Weile brauchen werden, sich davon zu erholen. Und ja, so konnte das ganze Ereignis dann doch ein glückliches Ende finden. Der Erzbaron konnte gerettet werden, seine Adjutanten konnten gerettet werden und wir haben am Ende des Tages die Korsaren beseitigen können, außerhalb, innerhalb des alten Lagers. Und so haben wir uns also dazu entschieden, die Position am südlichen Turm abzubrechen und aufzulösen, und als die Gefahr beseitigt war, versammelten wir uns alle nochmal gemeinsam vor der Bühne des alten Lagers. Beim Spaziergang über den Marktplatz in Richtung Bühne hatte ich dann auch etwas Zeit, mir das alte Lager ein bisschen anzuschauen. Und ich muss sagen, die Spieler und die Leute vom Team, die dafür verantwortlich sind, wie das Ganze gestaltet wurde, haben gute Arbeit geleistet. Ich muss sagen, ich mag das alte Lager sehr, wie es gestaltet wurde und wie die Spieler es sich zu eigen gemacht haben. An der Bühne angekommen wurden noch einige Siegesreden gehalten, sowohl von Leuten aus der Stadt als auch vom Erzbaron Mace selber, der sich für die zahlreiche Unterstützung bedankt hat. Und das war auch nur eine, ja, gerechte Sache, denn beim Angriff auf Kurines selber hat auch schon die Garde mitgeholfen, einzelne Korsanlager mit aufzulösen. Das Ganze seht ihr in Folge 103, wo ich das Ganze schon festgehalten und dokumentiert hatte. Und somit war es einfach auch nur eine Sache der Ehre, dass man sagt, ey, die Leute aus der Minenkolonie, die Leute vom alten Lager, die haben uns geholfen, also helfen wir ihnen jetzt auch in ihrer Not. Getreu nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Nachdem die Reden dann durch waren, habe ich mich nochmal kurz mit dem Erzbaron unterhalten, gute Besserung gewünscht und das Ganze natürlich auch ein bisschen versucht zu nutzen, um zukünftige Zusammenarbeit etwas zu festigen zwischen Kurines und Miental, beziehungsweise zwischen Kurines und altem Lager vor allem. Denn in der ganzen Angelegenheit darf man ja immer noch nicht vergessen, dass sich große Teile des Sumpflagers und große Teile des neuen Lagers zusammengeschlossen haben, um den Korsaren zu helfen. Das heißt, es ist also nicht absehbar, was da in Zukunft vielleicht noch so passieren mag. Glücklich über den Sieg, aber erschöpft, traten mein Gefolge und Luwin die Heimreise an und sind wieder zurückgegangen, haben das Tal verlassen und haben auf weitere Feierlichkeiten verzichtet. Denn man muss dazu sagen, dass dieses Ereignis im Minental unmittelbar direkt nach dem Angriff auf die Stadt passierte und wir alle schon seit 3, 4, 5 Stunden online waren und dementsprechend auch die Konzentration etwas nachließ. Doch damit sollte es noch nicht gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits vermutet, dass das Korsaren-Event abgeschlossen sei, doch am nächsten Tag passierte tatsächlich noch etwas und wir sind dabei völlig zufällig in diese Situation reingeschlittert, mit mir meine ich Luwin und sein Gefolge, und ich habe direkt die Aufnahme mitlaufen lassen, um zu schauen, was sich da noch so ergibt. Wir waren auf einer Jagd unterwegs und haben unterwegs rechter Hand Mace gefunden und einen Gefolgsmann der Bande, haben uns ganz normal unterhalten, es ist nichts weiter passiert und auf einmal
hörte man Kanonendonner über der Bergkristallmine, dort, wo die Bande ihr neues Lager aufgeschlagen hat. Und ja, natürlich, geistesgegenwärtig wie ich war, habe ich Mace sofort Hilfe zugesichert, denn ein weiterer Angriff der Korsaren auf der Hofseite wäre natürlich auch fatal für die Stadt und natürlich fatal für die gesamte Insel und die gesamte Bevölkerung. Also mussten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um natürlich zu verhindern, dass die Korsaren dort Fuß fassen können, die Bande besiegen können und dort ihr eigenes Lager aufschlagen können. Also sind wir sofort mit Mace aufgebrochen. Wir sind an der Nordseite des Hofes herausgekommen und dort haben wir bereits einige weitere Leute gefunden, einige Söldner und der Meister Leonhard, die sich sofort angeschlossen haben und mit uns eine Art Vorhut gebildet haben, mit der wir dann versuchen wollten, zur Bergkristallmine aufzubrechen und vorzustoßen, um zu sehen, was da vor sich geht. Doch direkt am Durchgang angekommen, sahen wir bereits, dass die Korsaren diesen besetzt hatten und wir mussten schnell handeln. Nachdem wir den Durchgang dann beräumen konnten, haben wir uns natürlich überlegt, wie machen wir weiter. Die nächste Stellung war eine hölzerne Befestigungsanlage, die auch von einigen Korsaren gehalten wurde. Und da mussten wir erstmal überlegen und zuschauen, wie wir da jetzt durchbrechen können mit der Handvoll Männer, die wir nur dabei hatten. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viele da noch auf uns warten könnten am gesamten Küstenabschnitt. Als wir gesehen haben, dass die Korsaren sich zurückziehen, haben wir natürlich sofort gehandelt und haben diese hölzerne Befestigung für uns eingenommen und sofort bemannt. Und wie auch schon Gandalf mit Éomer und seinen Rohirrim zur Schlacht von Helms Klamm dazu stieß, stieß auch die Stadt mit ihren Streitkräften zu diesem Gefecht dazu und verstärkte somit unseren Angriff auf die Küstenseite dieser Insel.
Wir versuchten uns vom Steingolem am großen Baum fernzuhalten und haben uns linkslastig um diesen drumherum bewegt. Leider hat, glaube ich, Slatan diesen wohl nicht gesehen oder nicht wahrgenommen und ist in diesen Steingolem reingelaufen. Somit wurden wir erstmal geteilt. Eine Truppe hat quasi an den Stränden gegen die Korsaren gekämpft, eine andere kleinere Truppe gegen den Steingolem. Es wurde emotet, dass die Schiffe von See aus mit Kanonenschlägen auf die Küste geschossen haben. Das habe ich zuerst gar nicht so richtig mitbekommen, aber wir haben es dann gesehen, indem das Team, ich glaube, das ist eine Vermutung, dass das Team eine Feuerwelle gezogen hat, in unsichtbarer Form, um natürlich diese Kanoneneinschläge zu simulieren und damit auch den Schaden zu simulieren. Wir sind erstmal erschrocken, aber ich fand diese Lösung irgendwie ganz cool. Das Ganze passierte auch direkt ein zweites Mal und ich habe noch versucht, mit einem Rufen alle in Deckung zu bitten. Ein Teil hat das auch gehört und hat diesem Befehl noch nachgekommen, Deckung zu suchen. Ein anderer Teil, der noch relativ weit am Strand vorgeprescht war, hat das wohl nicht mitbekriegt und hat auch den grünen Emote nicht gelesen. Und somit wurden nochmal einige angezündet. Wie dem auch sei, auch an dieser letzten Schlacht konnten die Korsaren geschlagen und zurück ins Meer geworfen werden. Sie sind dann mit einigen ihrer Beibooten wieder abgehauen zu ihren Schiffen und das war dann auch der wirklich letzte Angriff dieser Invasion und gemeinsam konnten die Streitkräfte von Korinnes diesen Angriff an diesem Teil der Insel ebenfalls abwehren und nachdem die Stadt sich dann zurückgezogen hat, sind Luwin und sein Gefolge noch einen Moment da geblieben, haben noch kurz mit Max und mit Tarkos gesprochen. Denn Luwin hat Tarkos schon zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen gehabt. Und man muss dazu sagen, dass Luwin und die Bande nicht gerade das beste Verhältnis hatten in der Vergangenheit. Aber ich habe diese Gelegenheit genutzt, um dann etwas Frieden zu stiften und humanitäre Hilfe zu leisten. Denn das Lager der Bande ist angegriffen worden und wir haben uns das Ganze dann nochmal angeschaut, haben uns die Situation nochmal angeschaut und Luwin hat Tarkos dann angeboten, einige Baumaterialien zur Verfügung zu stellen, sofern sie ihr Lager wieder aufbauen wollten. Und es kam zu einer Szene, wo ich selber nie dachte, dass die mal zustande kommt, aber Luwin und Tarkos haben sich tatsächlich die Hände zum Frieden gereicht und ich hoffe sehr, dass das jetzt auch so bleiben wird und dass es keine weiteren Überfälle der Bande mehr auf das Gefolge von Luwin oder auf Luwin selbst geben wird. Ob das so bleiben wird, müssen wir erstmal abwarten und erstmal absehen. Wir sind danach abgezogen und wieder zurückgekehrt zu unseren Burgen und zur Stadt. Und ja, wenn auch ihr Lust habt, Teil dieser Community zu werden, mitzuspielen auf Gothic Online Untold Chapters. Das Ganze könnt ihr kostenlos mitspielen. Das Einzige, was ihr benötigt, ist eine saubere Gothic 2 Installation, am besten von Steam. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Installationsanleitung und einen Link zum Forum selber zu Gothic Online, wo ihr euch die Spielregeln durchlesen könnt, die Lore durchlesen könnt, die Außenweltsimulation anschauen könnt. Ihr könnt euch einen Account erstellen, kostenfrei. Und auch auf Discord joinen, dort sind nette Leute, die euch helfen werden, wenn ihr einsteigen wollt in dieses textbasierte Roleplay-Abenteuer in der Welt von Gothic. An dieser Stelle danke ich recht herzlich fürs Zusehen, danke an das Team für diese coole Eventreihe, für diese coole Eventwoche mit dieser Korsaren-Invasion und ich bin gespannt, was in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund und ciao.